Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch über ein Problem sprechen, das sich schon eigentlich seit Anfang an bei dem Fahrzeug angekündigt hat. Und zwar geht es um die Lenkung. Ja, also nicht jetzt, wenn ich ganz normal einschlage oder ähnliches. Ich werde euch das gleich mal vorführen. Und dann würde ich oder muss ich sogar auf eure Erfahrungen zählen. Mich würde interessieren, habt ihr das schon mal gehabt oder könnt ihr vielleicht einschätzen, was das ist und woran das liegt? Da würde ich mich freuen, wenn ihr das bitte auch in die Kommentare reinschreiben würdet, wenn ihr es gehabt habt, was die Lösung war, damit ich mich da schon mal in etwa drauf einstellen kann. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir gehen gleich nochmal aus dem Auto raus und ich versuche das so möglichst gut darzustellen. Dieses Geräusch, was der Wagen macht, ist ein bisschen seltsam. Wir sind jetzt hier auch nicht bei mir in der Garage, wie ihr es kennt, sondern eben an einem Platz, wo ich auch mal ein bisschen rangieren kann. Und wir probieren mal, ob wir das auf Kamera eingefasst kriegen. Also, besten Dank und wir legen los. So, ich schlage mal den Lenker voll ein. Man hört das hauptsächlich beim Rangieren. Im besten Fall gebe ich auch schon ein bisschen Vorschub, damit der Wagen jetzt nicht hier nur im Stand rotiert. Und jetzt hört doch mal bitte. Wir machen es erst einmal mit Fenster zu. Hört ihr dieses schleifende Geräusch? Ihr müsst wirklich ganz genau hinhören. Man hört es ganz leicht. Definitiv kommt das hier aus dem Vorderwagen. Ich mache jetzt nochmal das Fenster auf, ob man es dann besser hört. Ja. Hört ihr das? Fahren wir nochmal gerade ein Stück weiter, wo nicht so viele Autos sind. Also hier ist es ein bisschen beruhigter tatsächlich. Und jetzt würde ich einfach nochmal nach Möglichkeit voll einschlagen. Alter, das ist jetzt schon extrem laut. Ja. Ja, das macht mir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Sorgen, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich will mal gerade gucken, ob das auch rechts rum passiert. Denn mir ist es bisher nur in Linkskurven aufgefallen. Ja, 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 ja. Leute, das kommt auch ganz krass. Ja. Also das muss man eigentlich gehört haben. Und ich muss echt sagen, dass mir das momentan so ein bisschen Sorgen bereitet. Ich schlage mal gerade einmal voll ein. So. Und dann gehen wir mal raus. Also das muss ja zwangsweise irgendwo von hier vorne kommen. Also dass hier irgendwo was in dem Bereich in den Gelenken oder ähnliches oder Radnabe irgendwie am Schleifen ist, das hat weniger mit den Felgen zu tun, weil die sind original dafür zugelassen. Borbet hat die extra für den Golf 8 gebaut. Und deswegen kann das mit den Felgen nicht zusammenhängen, denn ich hatte das schon mit den Original Estoril 19 Zoll, allerdings niemals so stark, wie es jetzt ist. Und jetzt wäre es auch für mich allerhöchste Eisenbahn, da mal zur Werkstatt zu fahren. Ja, wir haben Wochenende im Moment, von daher kann ich aktuell nicht sofort in die Werkstatt. Und dann kann ich auch das hier gleich noch beheben lassen. Ja, auf jeden Fall komisches Problem. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was das sein kann. Ich definiere das jetzt mal irgendwo so unter Lenkung. Und genau das hatte ich auch gesehen, dass da irgendwie so ein Dämpfer oder irgendwas ist da nicht in Ordnung. Habe ich mal in einer Gruppe gelesen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich halte euch auf den Laufenden. Ich werde vielleicht dafür kein neues Video machen, aber dann wie immer, also so wie ihr es auch kennt, in die Videobeschreibung reinschreiben, was es war. Ich bedanke mich und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.